Hey ho Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute spielen wir wieder einmal nach einer kurzen Pause, weil Mittwoch kein Video kam. Minecraft Survival Games und wir spielen auf dem Server Rennschnitzel die Map Extinction mit dem Space TV. Hallo. Ich bin Space TV. Ja, ich schätze mal, wir werden wahrscheinlich verschiedene Routen laufen. Oder du kommst wieder nach zum Spawn. Lass mal gut sein. Überleb einfach, okay? Ja, okay, ich laufe dann halt jetzt meine Route. Der wird mich wahrscheinlich finden. Ich hätte eine Waffe für dich, wenn du brauchst. Ich habe selber eine. Ich bin ja auch besser ausgerüstet als er. Oha, der hat mich einmal gehittet. Komm. Ja, hab ihn. Okay. Der hat mir schon viel abgezogen. Ja. Sowas gibt's immer mal wieder. Dass selbst die Leute mit dem schlechtesten Equip einem total viel abziehen, weil sie einfach gut hitten. Der hatte auch eine Lederhose. Und ich hatte nur Kettenhelm. Ich habe eine Eisenhose für dich, wenn du dann kommst, weil ich habe auch schon selber eine. Okay, wo bist du denn? Ich bin jetzt gerade auf der Seite, da wo diese Knochenbrücke ist. Über die bin ich drüber gegangen. Und bin jetzt gerade an der Gebirgswand dahinter weitergegangen, nach links weg. Ich habe jetzt eine Goldhose. Ja, ich habe eine Eisenhose und ein Kettenhemd. Mal schauen, was das wird. Ich hoffe, wir können das schaffen. Hoffe ich jetzt einfach. Das schaffen wir. Mit meinem Equip vielleicht nicht. Ja, ich bin relativ gut equipped gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hast du denn? Was hast du denn? Ich habe Goldschuhe, Eisenhose, Kettenbrust und Eisenaxt. Ja, das schaffst du. Oh, ich hab jetzt auch Goldpanzer. Jetzt habe ich auch noch einen Lederhelm. Das sollte ganz gut werden. Okay, da unten ist einer. Oh, oh. Das ist ein Team. Wo genau? Ich habe mich geportet. Ja. Ja, ich hab mich noch geschafft, rechtzeitig wegzuporten. Wo sind sie denn gewesen? Komm mal spawnen jetzt. Die sind hinter mir. Ja, ich komme sofort. Ich komme jetzt. Die könnten wir zu zweit kriegen. Der eine ist sehr gut equipped, der andere geht. Was hat der für eine Waffe? Auch eine Eisenachse oder sowas wahrscheinlich. Der eine hat ein Holzschwert, aber ich würde erstmal den einen killen. Ich habe jetzt Gold dafür gegessen. Wo sind sie? Ich bin... Oh, fuck. Ja, habt ihn einen. Schnell Goldapfel essen. Ich bin auf Spawn. Ja, okay, bist du da? Oh, ja. Gut, das bist du. Ja, gut, Wo ist der andere? Der andere... Da, der da. Ja, genau. Oh, gut. Weil ich bin low. Ich habe gerade Goldapfel gegessen. Was unnötig war, weil du den jetzt killst. So, ich zieh mal meine Rüstung an. So. Ich bin nur gerade derbe behindert, was das Hinterherlaufen angeht. So, ich komme dir jetzt hinterher, ich habe einen Kompass. Er ist schon fast einmal um den Spawn rum. Ich weiß, ich sehe ihn. Na, Alter, was ist dieser... Ich hab's jetzt extra nicht gesagt. Ja. Damit hast du ihn. Hier, ich wollte dir eine Eisenhose noch geben, da bitteschön. Oh, danke. So, also die Runde läuft gerade richtig gut. Ja, es ist jetzt nur noch Lord of Flies, oder wie er heißt. Lord of Fails. Wollen wir fair, 1 vs 1? Nee, ne? So geht's auch. Oh Gott. Wir haben eine Aufnahme von 4 Minuten. Oh fuck, jetzt brenne ich. Warte mal kurz, bitte. Ich lebe. Ich habe einen besseren Helm für dich. Ich habe den leider vorhin weggeschmissen. Ist egal, wie viele Rüstungspunkte fehlen dir? Mir fehlen noch 3. Mir fehlen 4. Scheiß drauf. Wir warten jetzt eben bis aufs Deathmatch und dann kämpfen wir einfach, okay? Mhm. Hä? Der andere ist einfach gestorben. Der ist geleftet. Hä, wie dumm. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, ja, so geht's auch. So. Yo. Mal schauen. Wie viele Rüstungspunkte fehlen dir? 4. Okay. Okay, dann bin ich ja besser ausgerüstet als du. Ja, aber guck mal, ich habe eine bessere Waffe. Ich mache einen Angriffsschaden mehr als du. Du machst 4, ich mach 5. Ja, okay.
Wollen wir jetzt schon mal kämpfen am Spawn? Das nee, wir haben ja eh nur noch 40 Sekunden. Oh, ich habe 2 Level. Ich habe jetzt 3 Level. Wollen wir vielleicht unseren Brust... Was für ein Brustpanzer hast du? Ketten. Wollen wir den... Wollen wir unsere Eisenhose und unseren Brustpanzer verzaubern? Ja, lass das machen. Okay. Wenn ich wüsste, wo... Egal. Einfach im Deathmatch. Okay. Gibt's ja meistens einen. Wenn es nicht gerade die total behindertste Deathmatch-Map ist, die ich kenne. Welche denn? Oh Gott! Was ist? Ich habe mich gerade einfach fast umgebracht. Hä? Was hast du denn gemacht? Ich bin runtergesprungen. Oh nee. Okay, jetzt verzauber ich. Oh, hier in der Seite jeweils. Ja, ich weiß. So. Brustpanzer. Auf ein Level, ne? Auf ein Level. Ja. Ich habe auf Haltbarkeit und meine Eisenhose auf Schutz. Ich auch. Okay. Okay, oh warte, stopp, ich muss die Eisenhose erst noch anziehen. So. Ich würde mal sagen, friss dich voll, rack dich voll und dann würde ich sagen, wir hauen rein, oder? Okay. 3, 2, 1, go! Okay, du hast einen derben Ping. Nein. Das gibt's nicht, nein! Oh, ich hatte noch 2 Herzen. Ah, oh, verflucht. Ja gut, GG. Würde ich mal sagen. Ah, wobei, Moment, ich habe mich ja letztens umreformieren lassen. Es heißt ja jetzt Nicer, Dicer. Da war ja was. Andy oder was? Ja. Okay. Ja gut, ich würde mal sagen, das war eine schöne knackige Runde. Für die XXL-Folge heute werden jetzt noch ein paar weitere Runden dran gehängt. Allerdings wechsle ich mal kurz Aufnahmepartner, würde ich sagen. Also dann, haut rein, macht's gut, bis gleich. So, Aufnahmepartner gewechselt und in den TS geswitcht und wieder Ressourcepack drin und damit geht's in die nächste Runde. Bis gleich. Hey Leute, und da sind wir wieder in der nächsten Runde und wir spielen schon wieder Extinction. Meine Güte. So, diesmal haben wir mit dabei den Carex. Oder Carex, ja, oder hallo. Wie auch immer. Habt ihr mich, ihr habt mich ja eben schon gesehen. Oh nein, ich hab den Start richtig verpasst. Egal, Holzschwert. Wo bist du? Hier. Oh Gott, Erdmännchen war gerade hier. Okay, komm. Also du gehst ja voraus, nicht ich. Ja, sonst kannst du auf deine Route gehen, wenn du willst. Nein. Schon gut. Okay. Dein Bruder hat nämlich gerade so gedacht, so, yo, ich gehe meinen eigenen Weg, Digga, und dann verreckt er fast. Ja, ich weiß. Hier, da bitte für dich. Naja, aber er hat, ist ja nicht verreckt, er hat gekillt. Ja, Space ist mein Bruder, ne? Nur so. Space ist mein Bruder. Also, ich hab was für dich. Ja, was? Und das. Hey, ich hab schon ein Schwert. Ich hab 16 Schneebälle. Ja, dann kannst du mir noch 8 abgeben. Nein, okay, ich will keinen Schneebälle. Da vorne ist wer, da vorne ist wer. Ein Mewtwo. Das ist ein Champ. Lass ihn uns töten. Woher weißt du, dass es ein Champ ist? Weil er eben im Chat geschrieben hatte und über Tabulator. Ah ja, okay. Oh komm schon. Ach scheiße. Oh nein, der will uns runterschubsen, Alter. Nein, okay, der ist fast drüben. Der will uns nicht runterschubsen, aber ich habe keinen Bock, dem jetzt hinterher zu rennen. Oh shit, Alter. Mist! Wie es gerade übelst geleckt hat. Egal, mach weiter, ich spektiere dich. Jo, ich folge ihm jetzt dann trotzdem. Scheiß drauf. Jo, Luma oder du. Davon kommt noch jemand davon. Alter, was hat der denn drin? Fuck. Der hat irgendwas. Warte mal, bist du tot? Wie gesagt, da kam gerade ein zweiter. Ja, das leckt gerade bei dir übelst mit deiner Stimme. So schlimm? Hä? So schlimm? Naja, ich verstehe nur Hälfte von dem, was du sagst. Okay, ich würde mal sagen, wir gehen in eine neue Runde rein und bis gleich. So, da sind wir in der nächsten Runde. Wieder mit dem Carex. Und dann hoffen wir, dass diese Runde uns besser geht. Oh, Alter. Was ist das gerade? Ja, okay, ich habe auf jeden Fall eine Waffe. Ich habe nichts bekommen. Hier drunter ist eine Kiste.
Da oben bei diesen Zwischenmasten hier ist eine Kiste. Okay, nimm die mal alle. Ich kenne die Route nicht. Geh hier einfach mal hoch. Ja, genau, wenn ich das sollte. Oh, verdammt. Oh, kletter hoch hier. Egal, hol die Kisten. Ich geh mal hinterher gesprungen. Nein, nicht da lang, komm mit. Aber ich will hier noch eine Kiste holen, ich kenne die hier. Ja, dann hol die und dann komm mit danach. Oder auch nicht. Ja, okay, ich hoffe, da ist ein Schwert drin. Nein, da war kein Schwert drin. Dann komm wieder zurück an den Strand. Komme. Wenn du das schaffen solltest. Da oben ist jetzt jemand draufgeklettert, der hat sich jetzt auf jeden Fall die Kisten da oben gelootet. Also komm mal schnell mit, okay? Ja, okay. Das leckt gerade bei mir heftig. Ja, versuch so gut wie möglich da durchzukommen. Ja, okay. Ich weiß auch nicht warum. Hast du Skype im Hintergrund komplett beendet? Nein. Leider noch nicht. Okay, ich mach das kurz. Warte. Ja, ich komme eben zurück und schütze dich dann, wenn jemand kommt. So, jetzt. Ich habe dir eine Lederhose hingeschmissen und da vorne ist gerade jemand abgetaucht. Hast du einen Bogen zufälligerweise? Nein, ich habe nicht mal ein Schwert. Schade, weil, guck mal, ich kenne dich. Ich habe überhaupt nicht aus der Rüstung. Komm mal hier runter. Ich sehe jemanden. Dann komm hier runter. Auf diesen Knopf drücken und... Oh, der ist da unten drin, den holen wir uns eben. Oh, ey, ich geh kurz die Kiste, ne? Ja, da musst du ganz oft an die Kiste dran gehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt sag nicht, dass du down bist. Der hat sich rechts in der Wand reingesneakt und ich hab den Alter, warum kann man das denn immer öfter machen? Weil da immer mehr Pfeile rauskommen. Mach das mal, aber du darfst nicht direkt vor der Kiste stehen. Weil da kriegst du nämlich insgesamt 33 Pfeile. Ja, aber ich habe keine Pfeile bekommen. Ich habe Oh, Pfeile. Wenn du die Kiste jedes Mal wieder neu öffnen. Geh da vorweg. Guck mal, geh da vorweg. Ist ja geil. Muss ich das immer wieder machen? 34 mal die Truhe aufmachen. Lass mich einfach, sonst geht das nicht so schnell. Ich habe auch schon 7 Pfeile. 8. 9, 10, 11. Ich kriege jetzt alle. Danke sehr. Das war's. Ich habe 22 oder 24. Komm mal raus. Oh Gott, oh shit. Oh Gott, da ist einer nur. Sie kommt mit mir. Komm raus. Ja, warte, ich muss kurz. Wo ist der Knopf? Machen, wo ist der Knopf denn hier? Da, direkt über der Truhe. Okay, warte. Jetzt kommt es drauf an, dass ich hier gut kämpfen kann. Ich komme mit Hand drauf. Okay? Oh shit, shit. Ja, komm, ich treffe den mit der Hand, ne? Ich hab keine Hand. Komm, hier. Hast du? Ja, gut. Ja, ich hab... Okay, gib mir Schwert. Da ist eine Waffe für dich. Ich habe gerade keine Waffe gekriegt von ihr aus irgendeinem Grund. Hier ist noch ein Kettenhemd und eine Lederhose nochmal. Ich habe keine Waffe gekriegt, ich tau nochmal ab. Danke. Was? Ich tau nochmal schnell ab und ja, okay. Die Waffe finde. Die hat mit einer Eisenachse gekämpft. Ich habe die Eisenachse gefunden. Nee, war eine Steinachse. Gut. Ich komme wieder hoch. Ich habe 13 Pfeile, willst du sie haben? Warte, stopp, ich komme erstmal wieder heile hoch und noch eine Luftballase übrig. Ich hab wie knapp, Alter. Ich habe 26 ja. Pfeile selber. Okay, dann mehr. Komm jetzt mit, okay? Ja, warte. Ich weiß nicht, wo man bei dieser Map 4 Regenerationstränke herkriegt. Viele Generationstränke? 4. Das weiß ich leider selber nicht. 4 Stück an der Zahl, das weiß ich. Ach so, du weißt, wo. Hier hoch. Zum Vulkan müssen wir. Zum Vulkan, okay. Also bevor wir in den Vulkan reingehen. Also ich laufe diese Route normalerweise nie auf dieser Map. Ich laufe immer ganz woanders lang. Ich habe noch einen besseren. Nee, stopp, das ist ein Goldbrustpanzer. Ich habe Schuhe für dich. Ja. Schmeiß mal her. Die schmeiß ich dir da jetzt hin. Dann kann man hier drüben. Hier ist ein Knopf, also, und dann kann man den hier machen. Wir kommen die nicht, ach da. So. Kennt sich hier gut aus. Ich laufe, wie gesagt, die Route nicht. Pass mal auf, denn hier kommen jetzt Skelette raus. Umgedrehte Skelette, Vorsicht. Ja, ich bin hier gar nicht drin. Ich hoffe, dass die einen Bogen droppen vielleicht. Oh, also, Mist, noch welche, Vorsicht. Habe ich dich gerade geschlagen? Ja, hier zwei Pfeile. Oh, noch einer! Oh, shit. Zwei Pfeile. Der hat einen Bogen gedroppt. Warum ist die umgedreht? Der hat einen Bogen gedroppt. Ja, ich hab's. Hier, aber das ist,
Wir brauchen wirklich viele Bogen, damit wir auch ein Dings kriegen. Einmal kommt ich hab ein Level. Ich hab ein Level. Der hat noch einen Bogen gedroppt, glaube ich. Nein. Nein, hat er nicht. Okay, das war's. Komm, drücken und rein. Vorsicht, hier ist über Lava. Hier ist überall Feuer. Also komm mit, okay? Ganz vorsichtig, ja, okay. Kommen. Und hier sind Löcher im Boden, also vorsichtig, okay? Ja, ich kenne die Stelle. Ich habe ein Level. Ich habe fast ich hab zwei. Eins oder anderthalb sogar fast. So, schau mal. Jetzt springe ich mal ganz kurz hier hoch. Du brauchst mir nicht hinterher kommen. Hier oben ist hier oben springt gerade nur wegen der. Ja, ja, ich weiß. Ich gehe auch schon weiter. Ich habe vier Regenerationsdrecke jetzt. Und jetzt nicht runterfallen, ne? Wenn wir jetzt runterfallen. Bleib mal, wo bist du jetzt? Ich bin weitergelaufen. Hier bin ich, guck. So. Sind hier noch Kisten? Zwei Stück für dich. Regeneration. Okay, nice. Dann bin ich auch schon jetzt voll equipped. Was lange gedauert hat. Du machst hier nämlich alles. Ja, okay. Jetzt am besten auch mal wieder Leute killen. Erstmal irgendwo heile runterkommen. Sonst wird die Runde. Sonst wird die Runde zu lang. Sonst wird die Runde zu langweilig. Du gehst jetzt da drüben zu dem Emerald Block mal einfach. Ich überlege gerade, ob ich hier. Nein, ich gehe jetzt nicht dran. Kommst du mit? Ja. Meine Waffe ist bald kaputt. Ich höre mich doppelt, ne? Du hörst dich doppelt? Wo bist du denn lang gelaufen? Hier unten. Hier durch. Ach da, okay, ich sehe. Komm mit. So. Ich schaue jetzt, dass wir möglichst schnell noch eben was, weil hier lang. Einen Typen finden. Ja, aber vor allem gerade vielleicht noch eine Waffe, eine bessere. Oder überhaupt nur noch eine Waffe, ja. Weil mein Holzschwert ist vielleicht down. Hey, du kann. Hast so eine Eisenaxt. Habe ich ja nicht eben. Das war ja das Problem. Ah, hier unten runter. Sure. Hier unten rein. Magst du hier runtergehen? Ich weiß nicht mal, wo du bist. In dem Brunnen drin, der da war. Ach so. Okay, warte, ich komme mal kurz. Ich bin hier unten jetzt. Du musst einfach nur runterkommen. Oh Mist, ich habe kein Schwert um mich. Du ersäufst jetzt aber nicht da oben, oder? Hä? Du ersäufst jetzt aber nicht, oder? Nein. Und jetzt können wir wieder hoch. Wofür? Ich habe gerade eine Kiste geholt, deswegen können wir jetzt wieder hoch. Ja, warum bist du denn überhaupt hier runtergekommen? Weil eine Kiste war. Ja, warum hast du gesagt, dass ich auch reinkommen soll? Keine Ahnung. Das war doch voll unnötig. Ich habe mich so alleine gefühlt, ich wollte dich dabei haben. Okay, dann war ich ja gut da, ne? So, ich mache jetzt das, was ich kann. Oh shit, ich bin runtergeflogen. Was ist? Bin wieder da, ich musste ganz kurz weg. Alter, ich brauche gerade dringend ein Schwert, ne? Ich komme hier nicht raus. Kann einfach mich nicht frei machen. Ja komm, komm doch, beeil dich. Hopp, am besten spring einfach nur mal runter. Alter, ich kann das nicht wegmachen. Es ist das Problem. Mach ich doch. Jetzt hochschwimmen. So, jetzt gehe ich mal hier hoch. Ist da was? Ja, hier Alter! Ist, ich baue dir das jetzt ab, so ein bisschen. Ja, okay, danke. Hä? Ich falle hier irgendwo immer runter. Ja, weil da überall manchmal zwischendurch kein Wasser ist mehr. Es ist mega irritierend, ne? Jetzt bist du einfach... Ach, komm. Ich komme gerade. So, und jetzt können wir hoch. Ich booste dich. Ja, hoffentlich. Junge, ich habe nur noch 4, 3, 2. Okay, jetzt ja, ist gut. Kommst du? Ich habe ja im Übrigen alle Spinnenweben, die im Weg sein könnten, weggebaut. Ja, ja, sehe ich. Ist alles weg. Oh, jetzt so ein großes Thema hier, jetzt erstmal wieder hochzukommen. Warum bin ich überhaupt reingekommen? Ich frag mich eher, warum ich gerade eine Enderperle hochgeworfen habe und danach wieder runtergesprungen bin. Oh Junge, dein Ernst?
Ja, ich war ja gerade oben. Dann bin ich vorwärts gelaufen und bin auf einmal runtergefallen. Und das ist nur noch der eine Typ. Läuft bei dir. Du kriegst Schaden. Ich weiß. Warte kurz. Ja. Es ist nur noch der eine Typ und mit Regenerationstränken und Pfeil und Pfeil. Ja, ich glaube, wir sollen Regeneration. Wir haben so gut wie gewonnen, würde ich mal sagen. Ja, gleich killt er uns einfach. Ja, weil er einfach... So easy, schon mal, du musst bedenken, wir haben beide nichts Besseres als ein Holzschwert. Ja. Das musst du jetzt halt bedenken. Ja, ich weiß. Und ich habe fast Hälfte Leben. Nur. Ja, ich nehme jetzt noch einen Regenerationstrank schnell mal eben rein. Ich auch. Ich glaube, er hat eindeutig verloren. Ja, ja, sieht so aus. Ich will seine Eisenhose. Okay, go, go, go. Der ist AFK oder so. Ja, der ist AFK. Jetzt hast du seine Eisenhose. Okay. Ja, klar. Okay, ich werf kurz die Sachen raus. Ich kann einen neuen Bogen craften. Wenn es hier eine Workbench gäbe. Ich habe eine Workbench im Inventar. Aber die kannst du leider nicht platzieren. Nein. Ach, Gnarf. Ja gut, dann würde ich mal sagen. Ohne Bogen. Ja, ohne Bogen. Warte mal, vielleicht klappt das ja. Ich habe so einen üblen Vorteil bei Creepy Island immer, wenn ich diese ganzen Pfeile habe, weil ich gehe dann einfach ins Wasser, wenn die Gegner mich angreifen wollen, und bowspamme die. Ja, ich bowspamme nicht, ich klatsche den einfach mit dem Bogen. Hey, Hof. Ich habe dich noch nicht geschlagen. Ich dachte, du wolltest mich jetzt schlagen. Nein. Wolltest du loslegen oder nicht? Ich habe 2 Level. Darf ich verzaubern? Ja, meinetwegen, mach los, hau rein. Nein, ich verzauber 1 für dich, 1 für mich, okay? Ich habe ja ein Holzschwert verzaubert. Oh. Was? Ich habe nur Schusssicher drauf bekommen, dann will ich das andere verzaubern. Los. Wieder nur Haltbarkeit, ich habe keinen Schutz bekommen. Nicht? Okay, go. Ja, ich habe nur Schusssicher und Haltbarkeit. Go. Oh, shit, oh, nö. Ja, okay. Ja, genau, und dann kann ich mich nicht mehr wegdrehen. Ich back hier drin. Okay, warte, wir machen fair. Ich muss hier eben rauskommen. Wir machen fair. Ich baue dich erstmal da ab. Ich habe da drin ja sogar rumgebackt. Bau mal eben. Okay, jetzt einfach wieder los. Jetzt einfach wieder weiter. Ja. Oh, Alter, hat das gerade bei mir geleckt. Junge. Ja, Alter. Ja, ich würde mal sagen, das hat... Da habe ich richtig gerockt. Ja gut, damit würde ich sagen, die Survival Games Runden waren das für heute. Allerdings hänge ich was anderes noch hinten dran. Wir sehen uns dann beim nächsten Minispiel. Und macht's gut, bis gleich. Hey ho Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Heute spiele ich allerdings keinen Spielmodus auf irgendeinem Server, sondern ich spiele PvP auf Cytoxian. Und zwar mit der Tracy. Hallöchen. Und ich wollte euch diesen ganzen Spielmodus einmal erklären, um ihn euch etwas näher zu bringen, weil ich vielleicht vorhatte, den zu Let's Playen. Aber das überlasse ich dann mal euch. Ich würde dann mal sagen, wir gehen hier einfach so ein bisschen rum. Wir zeigen euch so ein bisschen alles. Hier gibt's halt... Das Ganze ist so aufgebaut. Man kann am Anfang eine von 5 Klassen wählen. Paladin, Barbar, was war da noch? Keine Ahnung, scheiß drauf, müsst ihr selber schauen. Schattenläufer. Schattenläufer. Ah genau, Schattenläufer und Waldläufer war auf jeden Fall noch dabei. Und Magier, glaube ich. Ja. Und das Ganze ist so aufgebaut wie ein RPG. Das finde ich total cool. Unser Hund macht im Hintergrund schon wieder nervige Geräusche. Damit müsst ihr jetzt klarkommen, wisst ihr. Also, man hat beispielsweise den Heal-Buff. Zack. Und man wird ich kann ihn natürlich nicht verwenden. Wow. Haus. So, Rechtsklick mit dem jeweiligen Buff und man kann ihn verwenden. Am Anfang hat man nur den Heal-Buff. Man kann sich allerdings durchs Töten von Mobs andere Buffs dazu verdienen. Dann baut man sich halt darauf auf, kann leveln, Gold verdienen und Experience sammeln. Und mit der Zeit steigt man Level an. Dieser Spieler hier hat auch gerade erst angefangen. Ist also noch Level 0, genau wie ich. Und auf die Dauer kann das richtig cool werden. Man hat hier die sichere Spawnzone. Ein paar 200 Blöcke geschätzt, weiter.
die Kampfzone und danach die Wildnis. In der Wildnis kann man sich für 500 Gold dann ein Grundstück kaufen, aber weiteres erfahrt ihr dann im Let's Play. Ich wollte euch halt diesen Spielmodus ein wenig zeigen und bin selbst total geflasht und frag mich, warum ich ihn... Nein, auf gar keinen Fall. Und frag mich, warum ich ihn noch nicht viel früher gespielt habe. Und ich glaube, ich setze an dieser Stelle mal einen Cut, weil der Hund so nervt. Und da bin ich auch schon wieder. Ich habe den Hund eben mal reingelassen. Also, mit der Zeit baut man sich hier coole Sachen auf, kann halt in der Wildnis bauen und Mobs töten. Und ich für mich feiere dieses Prinzip mit dem... Ich glaube, wir haben die Brücke verpasst. Und ich persönlich feiere dieses Prinzip mit dem RPGs in Minecraft so sehr... Nee, bin ich behindert. So sehr, dass ich sagen kann, ich bin ein richtiger Fan davon. Fan davon. So. Und ich würde das halt, ich werde das wahrscheinlich Let's Playen, wahrscheinlich einmal in der Woche. Und ansonsten Minispiele, die ihr euch so wünscht. Aber ich muss halt schauen, wie ich das hinkriege. Ich hoffe, das klappt. Weil mit der Aufnahme ist halt Laptop-Leistung immer noch mal ein klein wenig runter. Und ich zeige euch jetzt noch mal ein anderes System von diesem Server. Der hat nämlich beispielsweise eine Art Zugsystem. Allerdings nicht mit einem Zug, sondern, Tracy, mach's mal vor. Dass man hier... Und ich habe verkackt. Und ich verkacke immer weiter. Warte, stopp. Okay, okay, andere Richtung. Ich mach's nochmal. Okay, okay, okay. Es klappt einfach nicht mehr so wie heute Morgen. Ah doch! Hat geklappt! Und dieses System ist, finde ich, in dem Maßen geil, dass man halt nicht irgendwo porten kann oder so. Man kann halt schon porten, aber dafür muss man Premium sein. Und ab hier ist dann PvP eingeschaltet. Kampfzone Nord. Hier kann ich nicht gegen Tracy kämpfen und ich kann auch meinen Heap nicht auf Tracy benutzen. Sondern hier werden Zombies spawnen auf die Dauer. Oder Mobs halt in der Nacht. Man kann hier auch nicht abbauen. Hier ist halt wirklich nur die reine Kampfzone. Wenn man sich jetzt das mal anschaut, seht ihr, man hat doppeltes Leben. Und diese Leben sind jeweils mal, es sind ja im Grunde genommen 40 Leben. Weil jedes Herz ja 2 Leben sind. Und in diesen 40 Leben hast du 500 Life Points. Und so sieht man beispielsweise, dass die Tracy im Moment volle 505 hat sogar, weil sie ein Level aufgestiegen ist schon, nicht wahr? Hm. Und ich habe noch lächerliche 500. Und auf die Dauer, wenn man hier weitergeht, kommt man dann in die Wildnis und kann töten und kann machen, was man will. Und wie gesagt, ich feiere das Spielprinzip, feiere generell RPGs. Und ja, ich muss sagen, das ist die perfekte Kombination zwischen meinen Lieblingsspielen. Zwischen Minecraft und einem RPG wie beispielsweise Aura Kingdom. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, gefällt mir bestens. Und Grüße an Cytoxian hier. Cooler Spielmodus. Und ansonsten würde ich sagen, ja, wir hören uns. Und da seht ihr schon, hier haben Sachen gebaut. Hier haben Leute Sachen gebaut. Und ich habe jetzt eine Idee. War hier nicht irgendwo auch das Nether-Portal dann? Weißt du das noch? Nee. Ja doch, hier war da vorne. Ich bin schon dran vorbei, ich Depp. Dann gehe ich da jetzt nämlich einmal durch und zeige euch das einmal kurz, wie es im Nether beispielsweise ist. Schau, kommst du mit? Ich habe dich leider verloren. Dann gebe ich dir jetzt die Koordinaten. Minus 130, minus 1040. Ja, ich komme. Ich schätze mal, du wirst mich jetzt gleich sehen. Ey, wo hast denn du mich? Ah ja, da bist du. Da bist du, hallo. Und ich zeige euch jetzt einmal kurz das Kampfsystem, denn... Ich müsste mir eigentlich mal ganz kurz meine dunkle Pack... Ich kann mir die dunkle Pack-Karte gar nicht anschauen jetzt gerade. Ich muss gleich einfach mal schauen, was er macht. Also, so, schauen wir mal. Wir sind im Nether. Wenn wir sneaken, kriegen wir automatisch, da wir beide hier Schattenläufer sind,
kriegen wir einen Nachtsichteffekt, wenn wir sneaken. Ich hoffe, dass hier jetzt gerade bitte irgendwo ein Zombie ist. Bitte, und lass mich nicht Milliarden Kilometer weit laufen müssen für einen. Ist doch ein Zombie, Pigman. Wo? Hinter dir. Ach, davon! Lass mich, ich will Dunkler Pakt ausprobieren. Also, ich bin gerade komplett verwirrt. Was macht Dunkler Pakt? Er hat gerade irgendwie eine Horde an Fledermäusen beschworen. Aber das scheint mir irgendwie nur in der Nacht was zu bringen oder so. Warte mal kurz. Haha! Ah nee, ich bin schneller und ich krieg Stärke. Okay, das ist auf jeden Fall was Gutes. Und ansonsten würde ich mal sagen, ja, also, wenn ihr das Projekt feiern würdet, dann schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Das ist jetzt so die letzte Szene von meinem XXL-Video, was ich da leider nicht ganz so perfekt hingekriegt habe. Und wenn ihr das... Oh, oh, da drüben will ich hin. Das gefällt mir doch. Das, was ich sehe, gefällt mir. Nicht runterschlagen, Tracy! Ich brenne! Der ist richtig schnell. Ja, das auch noch! Oh Gott! Okay. Kannst du mir meine Items mitbringen? Ja, ich laufe gerade zurück. Hast du meine Items? Ja. Okay. Ja, da seht ihr, was passiert, wenn man stirbt. Items weg. Und damit kann ich mich dann mal verabschieden. Ich sag, wenn ihr das Projekt feiert, dann lasst mir eure Meinung dazu auch noch in den Kommentaren. Und ansonsten könnt ihr euch den Spielmodus ja selber mal anschauen und könnt sagen, welche Klasse wir denn wählen sollen. Auf die Dauer werde ich eine eigene Gilde gründen wahrscheinlich. Da könnt ihr dann alle auch mitzocken. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, haut rein und bis denne. Hey Leute, und damit sind wir auch schon wieder in der Endcard. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir mit eurer positiven Bewertung. Und ansonsten macht's gut, haut rein und bis denne.